Der kann auch ganz viel spielen. Also auch weiter drunter. Das ist ein ganz, ganz junger Bursche. Sechser, Achter, hat vor 4-5 Wochen mittrainiert bei den Amateuren, gemeinsam mit einem weiteren Spieler vom gleichen Verein und der ein bisschen offensiver ausgerichtet war. David Wagner hat gesagt, ich soll mir den unbedingt mal angucken, habe ich getan, hat bei uns auch mittrainiert, hat ein Testspiel mitgemacht. Ich weiß nur gerade nicht mehr, gegen wen haben wir gespielt. Köln. Hat ein Testspiel mitgemacht und auch einen guten Eindruck hinterlassen, ist noch. Braucht noch Zeit, ganz bestimmt. Hat die typische japanische Körpergröße, also es geht nicht durch die Decke, also, aber ganz, ganz talentierter Bursche und ja, sind ihm gerne behilflich bei seiner weiteren Entwicklung, gucken dann, wann er für die Profis oben in Frage kommt, aber da ist jetzt kein Zeitdruck. Also was ich schon mal sicher sagen kann, ist, dass wir Herrn Katletz nicht verpflichten wollten oder wollen. Ich kenne ihn ganz gut, halte ihn für einen guten Spieler, aber ein Linksverteidiger und ein Innenverteidiger. Ich finde es ehrlich gesagt ganz witzig, wie lange sich so eine Geschichte hält. Aber nein, zu den anderen beiden, ja, das sind schon gute Spieler. Ja, aber bitte. Also es ist ja normal, dass man sich mit guten Bundesligaspielern beschäftigt, aber dafür, ansonsten gibt es dazu wirklich gar nichts zu sagen. Also weder Interesse noch sonst irgendwas, sondern wir sind nicht blind, sagen wir es mal so. Auch nicht geworden in letzter Zeit. Und dementsprechend kriegen wir alles mit, was in der Bundesliga passiert und nicht nur da glücklicherweise. Und dass wir uns auch ständig damit beschäftigen, was irgendwann passiert, ist auch nachvollziehbar. Aber kann am Beispiel Katletz sagen, dass nicht alles, was in der Zeitung steht, auch direkt geglaubt werden sollte. Sagen wir es mal so.